Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cathedral. Ja, wir machen jetzt ein Let's Play draus, weil mir die erste Folge doch ganz gut gefallen hat und einige von euch geschrieben haben, einfach an der PSI, dass sie auch ein Let's Play davon sehen wollen, da es anscheinend auch ein bisschen wie Hollow Knight ist, obwohl ich es mehr mit... Huh, wo sind wir denn hier? Waren wir hier? Okay, heftig. Obwohl ich es mehr mit Mega Man vergleichen würde, glaube ich, jetzt nach der ersten Folge. Warte, ach shit, ich war da oben, oder? Ich bin runtergefallen. Und ich bin tot. Okay, das ist sehr gut, dass ich tot bin, weil anscheinend war ich da oben sowieso schon. Haben wir halt 300 Münzen verloren. YOLO. Anscheinend müssen wir hier sowieso hoch. Wir kommen nämlich von unten. Habe ich schon wieder verdrängt. Ihr müsst wissen, es ist auch der nächste Tag. Aber ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Oh Gott. Schild. Au. Okay, der Schild ist anscheinend wirklich nicht immer gut. Der blockt wirklich nur ab und zu. Kann man von unten da durch? Nee, natürlich nicht. Schild. Okay, dann werden wir jetzt versuchen... Das ist voll assig hier. Okay, Hüpfi und... Stirb! Stirbt mit einem Hit, ja, sehr gut. So, und nu? Oh, nu? Ach, da kommt eine Plattform, okay. Hier kann man anscheinend unendlich... Wie viele kann man denn davon überhaupt haben? 5. Okay, 5 ist also Maximum an Pfeilen, die man haben kann. So, und jetzt gehen wir hier... Oh nein! An diese Leiter. Ich hasse Leiter. Leiter, ich glaube, nach diesem Spiel werde ich Leitern nicht mehr so gerne mögen. Zack, zack, zack. Und anscheinend macht der Schild aber doch, dass man alles blocken kann. Man muss ihn halt nur richtig ausfahren. Ja! Nein, come on! Oh Gott, okay, fast runtergefallen, aber ist okay, wir holen uns hier nochmal ganz kurz. Au, du Blödkopf. Unsere Pfeile ab. Scheiße, ey. Okay, aber es wird auf jeden Fall schon kniffliger. So mit der Zeit. Ach du Kacke, wie viel hier aber auch schon wieder am Bildschirm passiert. Jetzt hör doch auf, mich immer runterzuschmeißen. Ich habe nur noch ein Leben und ich muss immer wieder an diese blöde Leiter ran. Okay, bam, 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 rüberhüpfen. So, wir machen das jetzt ein bisschen chilliger. Bam, bam, bam. Man wird aber auch jedes Mal ein bisschen nach... Warte, warte, warte. Okay, so. Man wird aber auch jedes Mal so ein bisschen nach hinten geschleudert. Das ist ganz schön assig. Also wenn man die Projektile blockt. Was willst du? Hä? Kannst gar nichts. Ich komme nicht an dein Zeug ran da unten. Das ist auch so doof. Okay. So, what's the plan? Ich meine, hier oben sind wir erstmal sicher. Das heißt, wir können das da aktivieren und dann hier einfach hoch und kriegen ein paar... nette Sachen, zumindest Geld. Ich habe übrigens nochmal den Trailer angeguckt und es gibt nach diesem Schloss auch noch weiter. Also es gibt auf jeden Fall auch noch Cities und Städte und wo man Sachen einkaufen kann und alles mögliche. Man könnte hier wieder runter und dann ist hier noch ein Geheimraum, in dem wir anscheinend noch nicht drin waren. Okay, da gehen wir doch mal kurz hin. Heißt, es wird auf jeden Fall noch mehr Ebenen geben, außer jetzt dieses Schloss. Da hatte ich ja ein bisschen Bedenken, ob das so ist. Ist das hier wieder eine Falle? Dieses Symbol war letztes Mal bei der Falle da. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber diesmal passiert hier gar nichts? Oder waren wir doch schon? Ah, das ist sogar dieses Fallending, oder? Hä, nee, doch nicht. Hä, ich bin gerade verwirrt. Sieht alles ein bisschen ähnlich aus, aber dann irgendwie doch nicht. Okay, wie soll das jetzt gehen? Ah, okay, es gibt irgendwo noch so einen Schalter anscheinend. Aber wo? Habe ich irgendwo einen Schalter übersehen? Also, ihr seht ja, wenn ich den hier an- oder ausmache... Dann geht nur die Hälfte von den gelben Dingern weg, aber nicht alle. Okay. Da, guck hier. Hier unter ist der Fallenraum. Also es ist schon irgendwie dieselbe Ebene, aber eine Ebene darüber. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hä, ich will jetzt aber an diese Kiste ran. Und hier soll irgendwo noch ein Geheimraum sein. Da! Oh, es gibt tatsächlich Geheimräume, die man aufmachen kann. Oh, lol. Okay. Muss man auf sowas auch achten. Pow, pow, pow. Geh kaputt, du Geheimraum. Und hier wird dann garantiert... Oh, ein Herzteil. Noch ein Herzcontainer. Ja, nett. Aber irgendwo muss noch... Ist hier vielleicht noch irgendwas? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Locker kann man hier später noch irgendwas Cooles machen. Okay, bin ich ein bisschen zu überfragt, was man da machen soll. Vielleicht können wir da später noch irgendwas machen. Ich vermute eher nicht, aber vielleicht ja doch. So, gehen wir in die nächste Ebene. Bald sollten wir ja auch mal aus diesem Schloss draußen sein, aber... Und ich bin anscheinend der Einzige, der bei diesen Statuen Brüste gesehen hat, aber ist okay. Kann ich mit leben. Ach nee, sind wir wieder hier. Hier waren wir doch auch schon. Hä? Hier hinten waren wir noch nicht, aber wie kommen wir denn da hin? Ah, jetzt haben wir aber natürlich eine neue Fähigkeit, ne? Das heißt, wir kommen jetzt hier durch. Der blöde Geist hat uns das hier ja in der ersten Folge zugemacht, aber jetzt hatten wir halt diesen Pfeil und deswegen können wir jetzt hier durch. Und jetzt, glaube ich, können wir hier auch weitergehen. Okay, verstanden. Erst mal wieder raffen, was man so gemacht hat. Ja, aber Upgrade. Wir haben jetzt 5 mehr. Ja, 5 dieser Pfeile können wir jetzt mehr tragen. Jetzt können wir 10 insgesamt tragen. Geil, über diese geilen Updates hier. Bisschen Verwirrung schleicht sich bei mir ein. Was haben wir denn hier? Aber von da kommen wir doch. Ja, jetzt sind wir auch wieder ganz woanders. Aber hier kann man noch nach unten irgendwie. Hier ist noch ein Geheimweg, Leute. Leute, die Map ist ja richtig interessant. Okay, geht's dann hier auch weiter? Oh Gott, richtig viel Geld. Nom, 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 nom,
Das ist aber schon so ein bisschen von Mario abgekupfert, oder? Hat sich nochmal zumindest gelohnt, zurückzulaufen. Aber irgendwie bringt mir das hier alles nichts. Doch hier, da komme ich auch noch weiter. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Aber hier scheint es anscheinend auf der rechten Seite noch weiter zu gehen. Das habe ich nur ohne Map halt nicht gesehen. Ja, hier ist auf jeden Fall noch ein Geheimraum oder so. Mal gucken, ob sich das lohnt. Zumindest noch ein paar Kisten Money. Und Leben sind immer ganz gut. Danke. Da oben komme ich aber noch nicht hin. Okay, da brauche ich irgendeinen Supersprung oder so. Oder eine Plattform, die man machen kann. Das gäbe es nämlich bei Mega Man. Da gibt es auch immer so einen Hund zum Beispiel, den man dann dahin platziert. Und dann bietet der einen quasi eine Plattform, dass man da rumstehen kann. Ich glaube, sowas gibt es in diesem Spiel auch. Aber werden wir doch sehen. Also es ändert wirklich mehr und mehr, je mehr ich das Spiel spiele, an Mega Man. Okay, hier ist auf jeden Fall... Au! Hier ist auf jeden Fall neu. Zack! Spüre meinen Pfeil. Doch, das ist mega wie Mega Man aufgebaut. Auch, dass immer so einzelne Räume da sind und so und dann immer ein paar Gegner und so. Ich kann mir vorstellen, dass Mega Man ein bisschen schwerer ist. Ich habe Mega Man leider nie richtig gespielt, aber tonnenweise an Speedruns davon angeguckt. Sowieso bei richtig vielen Spielen bei mir irgendwie so. Dass ich die selber nicht gespielt habe, aber Speedruns gucke ich zu denen eigentlich immer ganz gerne. So, danke für das Money. Zumindest mal eine neue Tür. Wir sollen, unsere einzige Aufgabe ist ja auch nur hier irgendwie rauszukommen, ist die Sache. Wie genau wir das handhaben, ist ja erstmal egal. Hier gibt es einfach nur noch ein bisschen mehr Geld. Sollen wir schon durch die Tür gehen? Nee, noch nicht. Da oben ist ja noch ein bisschen was. Nein, ich habe nicht gespeichert, glaube ich. Oh nö, da war die Gier zu groß. Oh nö, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Statt 10 Münzen einzusammeln, habe ich einfach 500 verloren oder so. Na, 10% von 4000 sind 400. Entering Ice Peak Mountain. Endlich ein neues Gebiet hier. Okay, anscheinend kann man bisher nur rechts. Oh, die Musik ist schön. Die erinnert mich ein bisschen an Paper Mario. Das ist so eine richtig schöne Eisweltmusik. Oder Terraria, oder? Hat Terraria nicht so eine ähnliche Eismusik? Erinnert mich ein bisschen zumindest daran. Aber auch an Paper Mario somehow. Da gab es auch so eine Eiswelt und so schöne Musik. Okay, also der Typ hier ist auf jeden Fall kein Miniboss, sondern das ist einfach ein ganz normaler Gegner. So ein Hammerbruder halt. Aber wir müssen allerdings aufpassen. Ich habe wieder nur ein Leben. Und ich habe wieder keinen Speicherpunkt mitgenommen. Ich lerne einfach nicht dazu. Und da oben sind noch irgendwelche Dinge, die wir noch nicht benutzen können. Wird wahrscheinlich auch wieder nur eine Abkürzung sein oder so. Werden wir sehen. Wir kommen jetzt auf jeden Fall von der linken Seite daran. Kann man die kaputt machen? Wir werden wahrscheinlich irgendwie Feuer brauchen, ne? Feuermagie oder sowas. Obwohl unsere Rüstung... Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Ah, obwohl unsere Rüstung natürlich schon rot ist, haben wir leider keine Feuermagie und da ist eine Harpie. Oh, yo, hat die mich einfach zerschnibbelt oder was? Oh, mein Geld. Ich verliere immer so viel Geld. Oh, nö. So, diesmal nehme ich diesen Speicherpunkt hier mit. Wenn wir nächstes Mal sterben, dann landen wir wenigstens hier. So, diesmal sieht es besser aus. Okay, rüber. Wie bin ich denn hier jetzt gestorben? Ach, hier war eben eine Harpie. Ich weiß halt leider immer noch nicht, wie viel Damage die machen. Ah, geh weg von... What the fuck? Ich hatte 3,5 Leben. Okay, komm doch her, du blöde Harpie. Diesmal mach ich dich fertig. Na. Warum ist die so stark? Ich verliere mein ganzes Geld. Oh mein Gott, ich stand immer wieder in diesem blöden Schloss. Übrigens geben die Gegner anscheinend, je häufiger man die tötet, irgendwann keine Sachen mehr. Was ich auch sehr interessant finde. Bitte lass mich in Ruhe. Ja, tschüss, auf Wiedersehen. Ich hätte gerne das Ding da. Was ist das? Eine extra Health Bottle. Jetzt können wir zwei davon tragen. Och, dann können wir uns heilen. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich mich hier heilen kann. Okay, auch ganz nett. Da kommen wir aber noch nicht durch. Ich hoffe, die Harpie kommt nicht wieder. Ist bestimmt eine Harpie von My Valentine. Oh nein, von My Valentine, oder? Kennt ihr die Leute von Yu-Gi-Oh? Wie soll ich denn durch dieses Eis da kommen? Heiner. Friss das. Ich werde dich vernichten. Da. Wenn ihr mich hittet, bin ich halt tot. Come on. Nein. Ich hab nichts mehr. Danke. Ich hab eine Harpie vernichtet. Wie stark der einfach ist. Die one-hittet einen halt einfach. Blöde Kuh. Ach, die Dinger kann man kaputt machen hier. Okay. Aber wir können uns nicht klein machen und auch sonst nichts machen. Da wäre auch noch irgendwas zum kaputt machen. Was denn jetzt weiter? Was muss ich denn jetzt machen? Ich würde ungern den Raum hier wieder verlassen, weil dann ist die Harpie wieder da. Aber ich kann hier nichts machen. Oder kann man die doch hier irgendwie wegschieben? Nö. Kaputt schlagen kann man diese großen Steine halt auch nicht.
Und irgendwas mit Feuer habe ich meines Wissens auch nicht. Nö, da würde ich halt immer noch gerne hin, aber ich weiß nicht wie. Da war ich anscheinend noch nicht, diesen ganzen Bereich hier. Aber offenbar bin ich hier jetzt noch zu früh, weil mir fehlt noch eine Feuerfähigkeit. Okay, dann den ganzen Weg wieder zurück. Dann sind wir sogar ein paar Mal unnötigerweise gegen die Harpie gestorben, oder was? Geil. Das sind mir die besten Tode. War ich denn schon mal in dieser Tür hier drin? Oh, als ob das diese Tür ist. Okay, dann müssen wir diesen... Geh weg. Das hier auch nochmal machen. Ach, ich konnte hier nichts machen, weil ich damals noch keinen Schuss-Dingsbums hatte. Armbrustteil. Oh, hier ein neuer Speicherpunkt. Ja. Toll. Also ich war hier schon mal drin, aber ich habe verdrängt, dass wir hier irgendwas gebraucht haben. Ich habe schon wieder keine Leben. Ich nehme mal einen Trank. Jetzt habe ich gar keinen mehr. So, hier runter. Den töten. Yo, okay. Danke, rotes Viechlein. Ihr seid alle ganz toll. Ich bin gleich tot. Okay, ich vermute mal, wir müssen das Ding hier... Was sind das für doofe Tode? Dumb ways to die by Dizzy. Woo, woo. Diese roten Dinger sind richtig strange, aber die gehen immer nur in eine Richtung. Habe ich jetzt gemerkt. Also deren Pattern ist auch nicht so krass. Aua, ja, danke dafür. Ich aktiviere das einfach mal. Bisschen zu spät, aber ist schon okay. Ich laufe hier einfach mal durch, ne? Ja, ja, tschüss. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Hilfe, lass mich doch alle in Ruhe. Aua. Geh weg, du auch. Ich habe keine Leben. Ich habe doch keine Leben. Oh doch. Ah, man kriegt jedes Mal wieder seine vollen... Ich kann mich nicht heilen. Ach, man kann sich nicht mal zweimal schnell hintereinander heilen. Lol. Man muss ein bisschen warten, dass man sich nochmal heilen kann. Ein Glück haben wir jetzt zwei von diesen Dingern. Also ein bisschen gelohnt hat sich die Eiswelt wenigstens trotzdem. Noch ein Boss? Oh nö. Kriegt man da auch wieder seine Bottles voll, ja? Hey, warum sind die hier? Warum ist hier alles? Oh, das sieht schon wieder sehr bossartig aus hier. Ein Raum, wo nichts drin ist. Hier ist bestimmt ein Boss. Nein, ich will doch gar keinen Boss. Wieso ist der gleich hier? Hallo. Ah, da ist er wieder. Du fieser kleiner Magier, den ich auch bei Rogue Legacy schon gekannt habe. Ich mochte dich damals schon nicht. Okay, was sehen wir? Wir sehen auf der linken Seite ein paar Rubine. Ich denke mal, die müssen wir einfach aktivieren, damit irgendwas passiert. Ein Auge. Hallöchen. Den kennen wir doch auch aus Rogue Legacy. Da gab es auch so einen Augengegner. Ja, irgendwie so ein bisschen. Augre heißt der sogar. Okay, ich schieße einfach mal die Dinger da drüben ab. Ja, ich glaube, das ist richtig. So, okay. Da müssen wir, glaube ich, die Augen einfach töten. Au. So, Auge getötet. Und wir müssen irgendwie aber an die... Jo, alles klar. An die Dinger da rankommen. Ja, okay. Fällt dann einfach alles von oben runter. Könnte auch Leben drin sein. Das wäre ganz toll. Okay, also wir müssen einfach seine Augen töten. Dafür müssen wir da drüben die Dinger abknallen. Dann kommen seine Augen zu uns und seine Augen, aua, müssen wir dann halt hitten. Aua, Hilfe. Aber in diesen Kästen, die er auf uns schickt, sind anscheinend auch wieder Leben drin. Das ist ja wenigstens ganz nett. Ja, komm jetzt her. Komm her, du blödes Auge. Hab ich ja verstanden. Aber so vom Boss-Design auf jeden Fall netter als bei Oceanhorn. Weil ich das ja auch momentan spiele. So, der ist auch kaputt. Und dann können wir gleich gegen das Hauptauge kämpfen. Doch, das finde ich cool. So ein Bossfight gefällt mir. So, jetzt bist du dran. Ciao, ciao. Ja, jetzt kannst du gar nichts mehr. Hast nämlich keine Augen mehr, die dich beschützen, ne? Tja, doof das. Ich werde dich von oben kaputt machen. Ja, hast du nun davon? Blödes Kackauge. Jetzt gib mir deine Fähigkeit. Cool. Aber bisher jeden Boss beim ersten Try geschafft. Da bin ich sehr happy drüber. Oh. Nein, ich wollte doch noch gar nicht runter. Na, vielleicht doch. Ha, du bist eingesperrt. Du Noob. So, was haben wir hier? Was ist das, hä? Hallo, kannst du mir das Ding geben, das du eben hattest? Ich glaube, ich sterbe, wenn ich... Hoch? Hallo, komm mal her, so ein Ovo-Gesicht. Ovo, ich wurde hier eingesperrt. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich hier reingekommen bin in die Kathedrale. Aber es ist mir eigentlich auch egal. Da sind viele Reiche hier, die nur auf einen neuen Besitzer warten. Was ist mit dir? Was machst du hier? Ich kann nicht reden. Nicht der Gesprächigste, hä? Naja, vielleicht könntest du mir helfen. Da ist ein Switch da drüben, das Gefängnis öffnen wird. Wenn du es öffnest, werde ich einen Weg finden, der sich für dich lohnen wird. Okay, eben war der noch nicht an. Hatte ich auch eben schon vor, ohne dass wir gesprochen haben. Aber anscheinend, das finde ich gut, dass es auch NPCs gibt, die mit einem reden. Das hat mir bisher gefehlt in diesem Spiel. Vielen Dank. Sieh dich um. Au, ey. Hallo? Ich dachte, du wolltest mir helfen. Und wieder runtergefallen. Au, das tut doch weh. Da ist er ja wieder. Na, hilfst du mir jetzt? Machst du mich stärker? Bin ich ein Super Saiyajin, der, wenn er kurz vorm Sterben ist, nur noch stärker wird? Geht's dir gut? Das wollte ich nicht, dass du so runterfällst.
Kasalalavem! Hallo? Lebst du noch? Hallo? Einmal ins Auge pieksen, das hilft immer. Huch! Ey, wir sind in der Stadt, aber jetzt haben wir gar nicht alles da angeguckt. Im Schloss. Diese ganze Ebene haben wir uns nicht angeguckt. Er ist einfach aus dem Himmel gefallen. Alter Mann, das hört sich so an, als wenn du zu viel Piken-Mudcake hattest. Nein, nein, nicht der Himmel, du ignorantes Wesen. Von der alten Kathedrale. Deswegen wollte ich, dass du rüberkommst. Ich bin ein Heilmagier. Ich konnte keine Spirit-Energy mehr finden. Ich brauche deine Spirit-Energie. Du glaubst also, diese Person ist aus einer anderen Welt, oder? Du glaubst also an die Prophezeiung? Ich weiß es noch nicht. Da war noch mehr da draußen. Ein kleiner Spirit, aber er verschwand, als er mich sah. Ah, so ist das also. Gib mir eine Sekunde, ich werde den Spirit Detection Spell einsetzen. Na, 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 na. Spirit, be village, chitarabau. Da ist eine Katze! Da ist eine Katze links. Die schläft. Katze, Katze, Katze. Irgendwas Interessantes? Eine überraschend starke Spirit Energy ist da. Ich werde meine Bücher brauchen. Naja, lass mich wissen, was du gefunden hast. Natürlich. Auf Wiedersehen, alter Mann. Wirkt aber von der Story her bisher ganz cool. So mit Spirits und so, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ha, alter Mann. Ah, du bist also endlich wach. Mein Name ist Walle oder Vale. Ich bin der Heilmagier in dieser Stadt. Hast du eine Ahnung, wer du bist? Ja, ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Vergiss, was ich gefragt habe. Du kannst dich glücklich schätzen, dass ich kam, als du da warst. Die meisten Leute würden sterben. Du scheinst verletzt zu sein. Halt still für eine Sekunde und ich werde dich heilen. Hallo? Ich bin mitten in der Luft stehen geblieben. Was willst du denn noch von mir? Ich werde dir ein temporäres Heal-Boost geben. Kostenlos dieses Mal. Wenn du es in Zukunft haben willst, dann bring mir Gold. Ich bin keine Wohlfahrt. Blub. Kasamala Heal-Shing. Ja, wir haben unsere Quest completed. Wir sind rausgekommen aus der Cathedral. Waren wir doch auch schon, als wir in dem Eisgebiet waren. Das verstehe ich nicht. Okay, und jetzt haben wir The Magnus Apparatus. Find out more about this mysterious device. Über den Magnus Apparatus, über den mir noch gar keiner irgendwas gesagt hast. Okay. Interessant, aber dann würde ich sagen, war es das auch mit dieser Folge. Jetzt sind wir anscheinend ganz woanders, also gar nicht mehr in der Nähe. Doch, da oben ist das Schloss. Keine Ahnung, wo das ist, ob wir dann nochmal irgendwann hinkommen. Ich wollte halt eigentlich hier nochmal hin. Wahrscheinlich kommt man da nochmal hin. Hier war diese Leiter, die aber zu hoch war, um da hinzukommen. Das wird dann wahrscheinlich ein Bonusraum sein. Und hier unten fehlt halt auch noch mega viel. Guck mal, hier ist sogar noch ein grünes Gebiet. Ne, da hat er uns gefunden. Aber hier sind halt noch ein paar Räume, die ich eigentlich gemacht haben wollen, Tüde. Chatüde. Dann auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss!